Hallo Internet, hier ist wieder Benzack für euch und willkommen zu meiner Review von Fluch der Karibik. Nee, der heißt dieses Mal tatsächlich Pirates of the Caribbean. Okay, ja, wie geil ist das denn? Endlich anständig übersetzt und kein dummer deutscher Titel mehr. Okay, also, dann meine Review zu Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell. Eigentlich heißt der Salazars Rache. Was? Dein Ernst jetzt? Was stimmt denn nicht mit Disney? Was stimmt denn? Dann nehmen sie den englischen Titel, um ihm dann einen bescheuerten deutschen anderen Untertitel zu geben. Da kann ich doch nichts für. Ich bin bloß deine Stimme aus dem Off, während du dir die Nase zuhältst. Okay, drauf geschissen. Also meine Review zu Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Ich spreche jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review ruhig bis zur Mitte gucken. Dann gehe ich in den Spoilerbereich, aber ich weise euch dann auch nochmal separat darauf hin. Ich liebe Piraten. Man fragt sich, was zuerst da gewesen ist. Meine Liebe zu One Piece oder mein Drang zum Rum? Nur leider gibt es gar nicht in unserer heutigen Popkultur so viel Kram, der mit Piraten zu tun hat. Außer One Piece und den Fluch der Karibik-Film gibt's da ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Okay, es gab Assassin's Creed 4, das habe ich auch nur gespielt, weil da halt Piraten mit drin irgendwie verwurstelt waren. Und deswegen war es ganz okay. Aber ansonsten gibt's da leider nicht viel im Moment. Und gerade deswegen ist dieses Franchise mir persönlich eigentlich ziemlich wichtig, einfach weil es nebenher gerade nicht so viel gibt. Auch wenn ich sagen muss, dass ich bei Fluch der Karibik böse Flashbacks an meine Schulzeit bekomme, weil ich nämlich damals als Kartenabreißer im hiesigen Kino gearbeitet habe und ich als Pirat zum Teil rumlaufen musste und ich die ganze Zeit Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me in einer Endlosschleife gehört habe. 7 Tage die Woche. Und gerade deswegen finde ich es schade, dass der Film uns eigentlich nicht wirklich irgendwas Neues zeigt. Wir sehen in dem Film absolut nichts, was wir nicht vorher schon mal in der einen oder anderen Art und Weise in einem Fluch der Karibik-Film schon mal bekommen haben. Da fügt sich einfach absolut nichts Neues mehr hinzu. Und das könnte wohl bedeuten, dass Disney gar nicht mehr so richtig weiß, wo sie überhaupt mit ihrem Schiffchen hinfahren wollen. Dass das Franchise mehr oder weniger vielleicht von Disneys Seite aus jetzt einfach komplett ausgelutscht ist. Denn ganz grob ist der Plot des Films so. Wir haben Jack Sparrow, der ein bekannter Pirat ist, aber irgendwie ziemlich am Arsch gerade ist, weil er kein Schiff hat, keine richtige Crew und ja, ziemlich abgebrannt ist. Dann haben wir den jungen Turner, diesmal Henry Turner, den Sohn von Elizabeth Swarm und Will Turner, der sich auf die Suche nach Jack Sparrow begibt, um jemanden zu retten, nämlich seinen Papi, Will Turner. Und auf seiner Reise trifft er irgendwie auf Jack. Die beiden stürzen sich in eine Art Abenteuer. Nebenher treffen sie eine junge Dame, die sich dann ja auf eine mehr oder weniger Romanze mit dem jungen Turner einlässt. Und drum uns herum sind irgendwelche Geisterpiraten. Kommt euch bekannt vor, oder? Ist nämlich genauso ziemlich dasselbe wie im ersten Teil. Prinzipiell gesehen ist das auch gar nicht so schlimm, wenn man das Bekannte, was man kennt, denn bestimmte Eckpunkte machen diesen Film oder dieses Franchise halt nun einmal aus und die muss man da irgendwie mit drin verarbeiten, wenn man diese nur anständig und auf eine neue, frische Art und Weise erzählt. Das macht man hier aber eigentlich nicht und es wirkt alles so, als hätte man das alles so schon einmal ganz genauso gesehen. Was gerade den ersten Teil so hervorragend gemacht hat, war, dass es was Neues war, was Frisches. Jack Sparrow war ein Charakter, wie man ihn noch nie zuvor auf der Leinwand von Disney gesehen hat, gepaart mit wirklich guten, handgemachten Special Effects und nur ein wenig CGI im Film. Und das hat den Film gut gemacht, das hat den Film spannend gemacht. Und auch am Anfang von Teil 5 gibt es einige richtig, richtig coole Effekte. Da versucht zum Beispiel Jack zusammen mit seinen paar hinterbliebenen Crewmitgliedern noch
eine Bank auszurauben. Und anstelle davon, dass sie nur den Tresor klauen, klauen sie einfach die gesamte Bank. Und bis zur Mitte des Films gibt es dann auch noch ein paar weitere Szenen, die so praktisch gemacht sind und die auch echt Spaß machen beim Zusehen. Aber mit zunehmender Zeit, je länger der Film läuft, desto mehr CGI wird einem da ins Gesicht geschleudert und desto mehr verliert sich der Film selber in seinen eigenen Effekten. Das ist dasselbe Phänomen, was zum Beispiel auch schon Fluch der Karibik 3 hatte, denn dieser Film stinkt gegen den ersten und zweiten halt stark ab, auch wenn der vierte jetzt noch schlimmer ist, aber der dritte war halt schon auf einem absteigenden Ast, genau deswegen, weil man den Fokus nur noch auf effektvolle, große Sachen gesetzt hat, die man aber eigentlich gar nicht braucht. Und es ist schade, dass Teil 5 genau denselben Weg geht. Ein anderes wichtiges Stilmittel, was eigentlich alle Fluch der Karibik-Teile miteinander gemein haben, sind, dass es irgendeinen bestimmten Gegenstand gibt, der irgendwie verflucht ist oder irgendetwas Mystisches, was halt den Film als Plot-Device dient. Und in Teil 5 ist es der Dreizack von Neptun. Und auch hier zeigt sie für mich schon ein signifikanter Fehler, denn in den vorigen Teilen war es immer so, dass diese besonderen Gegenstände oder diese besonderen Plot-Devices halt in der Story angeteasert wurden, beziehungsweise auch erklärt wurden. Denkt doch nur mal zurück an das Aztekengold in Teil 1. Ihr wisst nicht, was das ist. Das ist Aztekengold. Eins von 882 identischen Medaillons, die in einer steinernen Truhe an Cortez selbst geliefert wurden. Blutgeld bezahlt, um der Abschlachterei durch seine Armeen ein Ende zu machen. Aber die Gier des Cortez war unersättlich. Die heidnischen Götter belegten dieses Gold mit einem furchtbaren Fluch. Oder an die Dutchman bzw. Davy Jones in Teil 2. Ihr alle kennt doch Davy Jones, ja? Ein Mann des Meeres, ein großer Segler. So lang, bis ihm das Ärger bereitete, was allen Männern Ärger bereitet. Hört ihr, es war eine Frau. So wechselhaft und hart und unbezähmbar wie die See. Was genau befindet sich in dieser Truhe? Sein Herz. Wörtlich oder im übertragenen Sinn? Er hat sein Herz wohl kaum wörtlich in eine Truhe getan. Oder doch? Und dann guckt ihr Teil 5 und da wird gesagt, yo, das ist der Dreizack von Neptun. Und der ist ganz cool. Lass den mal holen. Und das war's im Prinzip. Hier wird einfach die Chance, die Welt weiter aufzubauen, ganze Geschichte um dieses Universum herum dickflüssiger zu machen, einfach nicht genutzt. Und dementsprechend ist dem Zuschauer auch dieser Gegenstand, dieser Dreizack, dieser ja eigentlich mystische Gegenstand, der den gesamten Plot vorantreiben sollte, furzpiep egal. Lustigerweise hat genau dasselbe Problem Teil 4 gehabt. Und Teil 4 war echt kacke. Und das hört nicht nur bei dem Gegenstand auf. Da werden sogar einigermaßen interessant aussehende Charaktere in die Story eingeführt. Und werden dann während des Films komplett vergessen. Und man weiß gar nicht, wo die jetzt abgeblieben sind. Was mit denen passiert ist oder irgendwie sowas. Da werden Handlungsstränge angefangen, die nicht zu Ende gebracht werden. Und da denke ich mir doch so beim Gucken, wenn ich irgendwie so einen neuen Charakter sehe und der dann später nicht mehr auftaucht, rückblickend so, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Immerhin scheinen diese Charaktere für die Story doch nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Was hingegen eigentlich sehr wichtig sein sollte, ist der Humor. Was die Fluch der Karibik-Filme außer ihrem, ich sag mal, Abenteuergeist noch wichtig und cool gemacht haben, war halt einfach der Humor der Filme und vor allem auch die Gags von Johnny Depp bzw. Captain Jack Sparrow. Und ich muss leider sagen, es ist alles nicht mehr so geil, wie es mal war. Jack ist in diesem Film jetzt nicht wirklich unlustig, er hat auch schon trotzdem noch ein paar Lacher. Aber trotzdem ist das alles nicht so lustig, wie man das aus den vorigen Teilen kannte. Also die Teile 1 bis 3 hatten definitiv lustigere Szenen und ich fand schon fast, es gab im Kino zum Teil ein beklemmendes Schweigen, weil der Film in den Dialogen Pausen macht, wo man jetzt eigentlich als Zuschauer lachen sollte, aber niemand im Kino gelacht hat. Und
Mi, ma, mu, ma, fi, fa, solo. Okay, ich habe nicht so eine wunderbare, eunuchenhafte Singstimme wie Will Turner. Und es ist schade, dass Jack das nicht öfter eingebracht hat. Ich meine, wo wir gerade bei dem Humor sind, ich hätte eigentlich erwartet, dass das Zusammenspiel zwischen Captain Jack Sparrow und Will Turners Sohn Henry Turner viel mehr, ich sag mal, von Mobbing geprägt ist. Also Jack hat ja im Prinzip in den ersten drei Teilen Will Turner in einer Tour nur verarscht und ihn immer lächerlich gemacht. Und das war halt auch so ein bisschen die treibende Kraft des Humors in dem Film. Und bis auf, ich glaube, ein Gag, den er macht zu seinen Eltern, ist da nicht wirklich viel drin. Ich hätte da so viel mehr erwartet. Da war so viel mehr Potenzial drin für Lacher. Und das haben die einfach nicht genutzt. Und wo wir jetzt gerade nochmal bei ungenutzten Sachen sind, die Story hätte einige, ich sag mal, erfreuliche, spannende Plot-Twists im Prinzip angeboten. Man hätte da viele Sachen reißen können. Aber im Prinzip gibt es nur am Ende des Films eine Enthüllung, die sehr merkwürdig und sehr konstruiert auf mich wirkt. Mehr dazu im Spoilerbereich. Und ansonsten passiert da nicht viel. Man kann den Zuschauer halt entweder mit Plotpoints überraschen oder vielleicht auch mit so einer Art Manöver oder mit Dingen, die innerhalb der Welt passieren, mit bestimmten Schauplätzen, mit bestimmten Gegnern. Und mit Ausnahme von den Zombie-Haien, die wirklich cool aussahen und die wirklich krass waren, die man aber auch schon im Trailer gesehen hat und deswegen eigentlich keine Überraschung mehr sind, gab's da halt echt nicht viel. Und wenn ihr übrigens auf die dumme Idee gekommen seid, euch alle Trailer von dem Film vorher anzugucken, dann wurdet ihr sowieso so weit gespoilert, dass wirklich gar keine Überraschung mehr in dem Film ist. Alles in allem habe ich einfach das Gefühl, dass Disney nicht mehr so richtig weiß, wo es mit dem Piraten-Franchise hin möchte und wo sie auch mit der Figur von Jack Sparrow hin möchten. Ich finde, das Problem des vierten und jetzt auch des fünften Teils ist ganz klar, dass Jack Sparrow zu sehr tatsächlich im Fokus steht. Eigentlich funktioniert der Charakter von Jack Sparrow meiner Meinung nach am besten, wenn er eine Art Naturgewalt ist. Also eine Art Figur ist, die Sachen raushaut, die auf einmal große Auswirkungen haben, mit denen man so gar nicht rechnet. Jack ist eigentlich immer unberechenbar gewesen. Jack war immer lustig und man dachte sich immer so, sag mal, was hat er denn damit jetzt vor? Aber das alles hatte immer entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt einen großen Effekt, der irgendwas Krasses angerichtet hat. Und dann dachte man sich einfach nur so, haha, geil, Mann! Und das gibt's hier leider gar nicht mehr so richtig. Wenn man den Fokus zu sehr auf Jack Sparrow legt, dann verliert Jack Sparrow so ein bisschen seinen Zauber, wenn man so will. Nein! Nicht gut! Nein! Nicht gut! Was macht ihr da? Es wäre meiner Meinung nach einfach besser, wenn man Jack sein lassen würde, ihn in den Hintergrund packt und den man dann nur für irgendwelche Gags und für die großen Krachermomente halt rausholt. Und ansonsten sollten halt irgendwelche Nebenfiguren den Plot vorantreiben und Jack ist eigentlich nur Statist, beziehungsweise man sollte ihn die meiste Zeit über gar nicht sehen. Dann hat er meiner Meinung nach den größten Effekt für den Zuschauer. Aber so wie er da jetzt ist, wird er irgendwie nur noch verwässert. Und ich glaube, sie haben sich einfach zu sehr auf Johnny Depp, auf das Gesicht von dem Fluch der Karibik-Franchise versteift. Und das tut den Filmen einfach nicht gut. Und weil ich jetzt so langsam in den Spoilerbereich gehen möchte, fasse ich den Film noch einmal für euch zusammen. Der Film ist im Ansatz gut. Er ist auf jeden Fall schon mal besser als Teil 4, was wirklich keine große Kunst ist. Macht aber trotzdem einige Fehler, die Teil 3 und Teil 4 auch gemacht haben, wieder. Im Prinzip wird nur all das wiederholt, was wir schon aus den anderen Teilen kennen. Und das wird aber nicht wirklich interessant oder besser gemacht. Es wird einfach nochmal gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist auch einfach nicht spannend. Generell geht die Spannung etwas flöten, generell geht gerade der wunderbare Humor einfach flöten, weil man sich, glaube ich, so ein bisschen zu sehr auf Johnny Depp versteift.
Der Film ist nicht mehr so lustig, wie die anderen Teile es immer waren. Das ist sehr schade. Es ist trotzdem irgendwo ein solider Film, aber er ist halt einfach nicht geil. Der plätschert so vor sich dahin, ohne irgendetwas ganz Besonderes zu reißen. Also, solltet ihr euch Pirates of the Caribbean 5, Salazars Rache, im Kino angucken? Na, vielleicht. Also es kommt wirklich darauf an, wie sehr ihr Bock auf Piraten habt, wie sehr ihr Bock auf Johnny Depp habt und Jack Sparrow. Es ist kein Film, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Dafür ist er einfach zu schwach, dafür ist er zu uninteressant, dazu ist er zu unlustig. Es ist jetzt aber auch kein richtig schlechter Drecksfilm. Ich meine, der ist soweit okay, ganz nett, aber wirklich, wirklich nichts Weltbewegendes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht mit Jack Sparrow, denn weitere Filme sind ja noch angekündigt, dann hoffe ich eigentlich eher, dass sie was komplett wirklich das gesamte Franchise auf den Kopf stellen, was ganz anderes machen. Oder sie die Piraten der Karibik langsam mal gut sein lassen und keine weiteren Filme machen. So, Herr Landratten, und jetzt gehen wir mal schön in den Spoilerbereich, ne? Okay, ich habe gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, wie zu viel der Fokus auf Jack Sparrow gelegt wird. Und das ist in dem Film auch einfach so. Umso merkwürdiger ist es, wenn man dann während des Schauens des Films merkt, dass anstelle von, dass Jack Sparrow die Hauptperson ist, auf einmal Barbossa viel wichtiger ist und das eigentlich mehr oder weniger Barbossas Film ist. Ich meine, ich mag Barbossa, beziehungsweise ich mochte Barbossa in allen vorigen Filmen. Aber den jetzt so da so einzubauen, in der Art und Weise und ihm auf einmal so eine Vater-Tochter-Geschichte zu geben, ist schon echt arg merkwürdig. Aber wirklich sehr merkwürdig. Das kam für mich so komplett aus dem Nichts heraus und ist auch mehr oder weniger vollkommen unnötig für mich. Ich meine, ich kann schon irgendwo verstehen, dass die Schreiber gesagt haben, wir wollen so eine Parallele haben zwischen Henry Turner und, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, jedenfalls seine Kumpeline da, die Wissenschaftlerin, dass die beide irgendwie so eine Art Problem mit ihrer Herkunft bzw. mit ihren Eltern haben. Das macht doch aus dem Gesichtspunkt eines Schreibers schon Sinn. Aber warum muss sie die Tochter von Barbossa sein und nicht die Tochter von Jack? Wobei, das wäre vielleicht zu viel verlangt gewesen, dann hätte man den Charakter auch anders aufziehen müssen. Aber, dass man Barbossa jetzt das so hinschreibt, das war für mich arg sehr merkwürdig. Kleiner Hinweis an Disney an dieser Stelle. Ihr merkt, dass euer Film ein Problem hat, wenn die einzige emotionale Szene, die ihr in dem Film habt, sich nicht zwischen eurem Protagonisten und irgendwelchen Nebencharakteren abspielt, sondern nur zwischen Nebencharakteren. Dann stimmt da irgendwas nicht. Generell ist es sehr merkwürdig, weil man sich am Anfang so auf Jack versteift, um ihn dann später komplett fallen zu lassen. Im Endkampf, sage ich jetzt mal, oder generell für dieses ganze Thema mit dem Dreizack, da trägt er auch überhaupt nichts bei. Da wird er wirklich zu dem absoluten Nebencharakter degradiert, der aber irgendwie im Kampfgeschehen selbst die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Geschichte von Henry Turner und... Ach mein Gott, ich weiß immer noch nicht ihren Namen. Moment, ich google das kurz. Und Carina Smith, die alleine hätten eigentlich, so wie sie da durch die Gegend laufen, machen können, was sie wollen. Sie hätten Jack Sparrow nicht gebraucht und der Film wäre eigentlich genauso verlaufen wie so auch. Nee, man muss sogar sagen, es wäre für sie einfacher gewesen, weil sie nebenher nicht von diesen komischen Geisterpiraten gejagt worden sind. Aber mir fällt spontan jetzt wirklich kein Plotpoint auf, kein Moment, wo man wirklich jetzt Jack Sparrow gebraucht hätte. Eigentlich war der komplett irrelevant für die gesamte Story. Korrigiert mich, wenn das nicht so ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber jetzt gerade im Moment habe ich echt so den Eindruck. Und das spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich gerade versucht habe zu sagen. Weil Disney versucht auf der einen Seite Johnny Depp als Zugpferd für dieses gesamte Franchise zu haben. Und der ist wichtig und den müssen wir immer im Bild haben. Und das ist der Protagonist unserer Story und so weiter und so fort.
Und später merken sie dann auf der anderen Seite aber eigentlich doch, dass es viel interessanter oder viel besser ist, wenn man einfach andere Charaktere nimmt und um die herum Storys baut. Weil die Geschichte von Captain Jack Sparrow ist mittlerweile irgendwie einfach zu Ende erzählt. Wenn da jetzt keine großen Enthüllungen mehr kommen, muss da eigentlich nichts mehr mit ihm passieren. Denn immerhin hat Disney uns ja in dem Flashback von Jack uns im Prinzip auf einen Schlag alles genommen, was noch irgendwie interessant wäre bei dem Charakter. Wir haben gesehen, wie der junge Jack Sparrow zu Captain Jack Sparrow geworden ist, indem er diesen Salazar durch ein Wendemanöver in dieses komische Teufelsdreieck da gesteuert hat oder ihn gelotst hat. Und dann hat er auf einmal Respekt, dicken Respekt von seinen Homies da gekriegt und auf einmal war er Captain Jack Sparrow. Und die ganzen Gegenstände, sein Hut, sein Schwert und so weiter, hat er dann halt von denen bekommen. Gerade weil man in früheren Teilen irgendwelche Gegenstände, die Jack bei sich hatte und nicht so richtig, irgendwie wichtig waren, wie zum Beispiel der Kompass, gerade weil man die dann in späteren Filmen auf einmal sehr wichtig gemacht hat, indem man ihm auf einmal eine neue Eigenschaft dazugegeben hat, gab es eigentlich bei den ganzen Sachen, die Jack mit sich herumträgt, zum Beispiel sein Hut, der ihm sehr wichtig ist, und sein stumpfes Schwert und so weiter, hätte es da eigentlich einige Sachen gegeben, die man noch irgendwie hätte erzählen können. Ich meine, vielleicht ist sein Hut ein ganz besonders toller Hut, ja, der ihm immer Glück bringt oder so. Oder vielleicht ist das Schwert zwar total stumpf, aber trotzdem kann er mit dem Schwert irgendwie, besonders gut fechten, oder er kann nicht so richtig in einem Zweikampf im Fechten verlieren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber sowas hätte man sich noch überlegen können und das dazu schreiben können, was erklärt hätte, warum er so fixiert auf seine Sachen sind. Und jetzt sind seine Sachen einfach nur, ja, wirklich belangloser Müll, der ihm wichtig ist, weil er die irgendwann mal von irgendwelchen Menschen geschenkt bekommen hat, die wir aber später auch nie wieder gesehen haben und deswegen eigentlich gar nicht so wichtig sein können. Und ja. Auf der anderen Seite finde ich auch den Schurken, den Salazar, unfassbar unglaubwürdig. In der Story wird es also so erklärt, dass in dem Moment, wo er den Kompass weggibt, beziehungsweise den Kompass betrügt, dass in dem Moment seine schlimmste Angst entfesselt wird. Okay, so weit gehe ich noch mit. Aber wäre es nicht viel, viel sinnvoller gewesen, wenn der Kraken von Davy Jones auf einmal aufgetaucht wäre oder so? Weil das ist wirklich etwas, vor dem er megamäßig Schiss hatte. Das ist etwas, wo er sich auch nicht richtig gegen wehren konnte. Das ist etwas, von dem er tatsächlich besiegt und aufgefressen wurde. Also wenn ich mir Jack Sparrow so angucke, dann sollte er doch wirklich am meisten Schiss, oder zumindest eher Schiss, vor dem Kraken haben, anstelle von irgendeinem Geisterpiraten, von dem man noch nicht mal weiß, dass es eigentlich ein Geisterpirat ist, sondern soweit er weiß, einfach nur ein Typ, den er irgendwie mal in einen Schiffsunfall gelenkt hat. Ja, und dann nie wieder gesehen hat. Also für mich macht die Story an dieser Stelle auch schon keinen Sinn. Und das ist echt bedauerlich, weil sich die Schreiberlinge hier generell nicht so wirklich mit Ruhm bekleckern. Ganz besonders auch, wenn man sieht, wie sie einfach fucking Paul McCartney verraucht haben. Also, boah, Leute, Alter. Die haben Paul McCartney, einer der beiden noch lebenden Beatles. Das macht 50% der Beatles. Und dann geben sie ihm so eine komplett belanglose Nebenszene. Was soll das? Also, man wusste vorher schon, dass Paul McCartney in dem Film ist. Und ich als Beatles-Fan habe mich auch gefreut und dachte, hey, er bekommt bestimmt eine coole Rolle. Genauso wie Keith Richards das auch in Teil 3 und dann nicht mehr ganz so interessant in Teil 4, aber zumindest in Teil 3 wirklich eine coole Rolle bekommen hat. Und als Musiker müssen die eigentlich auch irgendwie was mit Musik machen. Und Keith Richards hat zumindest in Teil 3 kurz mit seiner Gitarre gespielt. Und Paul McCartney, ja gut, der erzählt Jack halt einen doofen Witz. Wow. Ich weiß nicht. Ja, das ist jetzt keine Sache, über die ich mich furchtbar aufrege, aber ich finde es einfach auch, dass das diese Verschwendung zeigt, dass man nicht so richtig weiß, was man eigentlich mit dem Film machen möchte und wo man hin möchte. Und dann werden die Sachen einfach nur so reingedrückt, weil sie jetzt da sind. Und ich habe es eben schon gesagt, ich wünsche mir eigentlich eher,
wenn es so weitergeht, dass sie jetzt das Franchise ruhen lassen und vielleicht in 5 bis 10 Jahren nochmal einen neuen Film machen mit einem komplett neuen Cast und dann wirklich vielleicht nur noch Johnny Depp am Ende einen Cameo-Auftritt hat als die Legende Captain Jack Sparrow, weil er dann auch schon nochmal ein bisschen älter ist. Das wäre okay. Aber wenn ich mir das Secret Ending von diesem Film angucke, dann, boah, Leute, ne? Ey, da wurde jetzt Davy Jones angeteasert, was zumindest von meinem Verständnis für die Story der bisherigen Filme absolut keinen Sinn macht. Mit der Zerstörung des Dreizackes wurde anscheinend jeder Fluch im gesamten Meer gebrochen. Das heißt, diese komischen Geister, Zombie, was weiß ich, Gestalten, Verfluchten, irgendwas, sollte es alles nicht mehr geben. Diese ganzen mystischen Kreaturen im Meer sollte es nicht mehr geben. Zumindest jetzt im Moment. Und dann ist auf einmal Davy Jones wieder da mit geisterhaften Teleportationsfähigkeiten. Keine Ahnung. Zum einen macht es keinen Sinn, weil Davy Jones sah so aus, weil er von Calypso daran gebunden wurde, halt die Seelen der Toten, beziehungsweise die Seelen der Leute, die auf dem Meer umgekommen sind, ins Reich der Toten zu geleiten. Und er ist seiner Pflicht nicht nachgekommen, deswegen ist er zu einem komischen, ekligen Tentakel-Ding geworden. Und deswegen dürfte es ihn so in der Form eigentlich gar nicht geben. Aber mal ganz davon abgesehen, dass das storytechnisch keinen großen Sinn macht, ist Davy Jones auch einfach ein Charakter, wo wir nichts weiter von sehen müssen. Mein Gott, die Story von dem Typen ist komplett zu Ende erzählt. Wir haben 2 Filme gehabt, um diesen Schurken auf der Leinwand verarbeitet zu sehen. Und wir haben in Teil 2 ihn als die große böse Macht gesehen und wir haben die Hinweise bekommen auf seine Vergangenheit. Und in Teil 3 haben wir dann im Prinzip die Bestätigung auf diese Vergangenheit bekommen und das wurde eigentlich alles mehr oder weniger zufriedenstellend zu Ende geführt. Ich weiß nicht, was man mit dem Charakter jetzt bitte noch anfangen soll. Warum? Den brauchen wir nicht. Das ist einfach... Nein, Alter. Ganz ehrlich, lasst es lieber sein, bevor der nächste Fluch der Karibik, Fluch der Karibik 6, dann am Ende noch schlechter als 5 und 4 wird. Und 3, was gratter... Grauenvoll... Das wäre... Ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Das wäre katastrophal. Bitte macht es nicht. Also, das wäre echt, echt bitter. Und ja, also ich weiß nicht, meine Erwartungen waren von vornherein nicht so hoch. Anhand der Trailer habe ich mir schon gedacht, dass das bestimmt jetzt nicht das Feuerwerk der Gefühle wird. Aber ja, es ist einfach schade. Ich bin jetzt nicht wirklich sauer, nicht wirklich pisst. Es ist nur einfach, ja, traurig, schade, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ja, naja, vielleicht kommt ja in anderen Medien nochmal mehr Piratenzeug, auf das ich mich stürzen kann. Aber bis dahin muss ich wohl einfach mit diesen mittelmäßigen Filmen leben und ja, immerhin geht One Piece ja noch weiter. Na gut, ja, das war meine Review zu Fluch der Karibik 5. Ich weiß, es war jetzt sehr stark im Verzug, aber ihr kennt das. Ich habe viel um die Ohren und so weiter und so fort. Die nächste Review wird dann die Review von Wonder Woman sein, der jetzt auch in den Startlöchern steht. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob, ja... DC sich in meinen Augen, beziehungsweise Warner Bros. Sich in meinen Augen rehabilitieren kann. Also bleibt dran. Wenn ihr auch die nächste Review sehen wollt, dann abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von Fluch der Karibik 5 haltet. Wart ihr ähnlich ein bisschen enttäuscht wie ich? Oder fandet ihr den super? Was ist eigentlich so eure Rangfolge der Fluch der Karibik Filme? Welchen Film findet ihr am besten? Und was sagt ihr jetzt zu Teil 5? Das alles interessiert mich natürlich wie immer sehr. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Und bis zum nächsten Mal sage ich Hause Bause! Du bist hier, um zu verhandeln, hä? Du kleine schleimige Qualle. Sieh mal, was ich hier hab. Ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck, ich hab ein Glas Holdreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Holdreck.
ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Ist der Captain in letzter Zeit etwas merkwürdig? Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Wird diese Flasche voll Dreck hilfreich sein? Wenn du sie nicht haben willst, gib sie mir zurück. Nein. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Jetzt reicht's.